Hallo, ich bin Natascha Geisler, Synchronsprecherin und unter anderem die Stimme von Jennifer Lopez und Marion Cotillard. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe das folgendermaßen in Erinnerung. Ich wollte eigentlich meinen Vater fragen, ob das so stimmt. Ich bin nach der Schule an einem Freitag ins Synchronstudio gefahren, in die Synchron 80. Meine Eltern waren da schon getrennt, um ein Wochenende bei meinem Vater zu verbringen. Und er hat da gerade Regie geführt. Irgendein Weihnachtsfilm, also was Animiertes. Ich weiß noch, da war viel Schnee und da war ein kleines Mädchen, das da irgendwie herumgehüpft ist. Ich fand das ganz toll. Und ein Kollege, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, meinte aus irgendeinem Grund wohl, ach, die ist ja süß, ach, das ist deine Tochter und so. Und ja, und lass sie doch mal probieren. Und ich gleich Feuer und Flamme. Und oh ja, mein Vater war, wie gesagt, aus meiner Erinnerung, ohne Abgleich, nicht gleich so ganz begeistert und meinte, ich höre es eigentlich wirklich noch, also meine Tochter soll was Anständiges lernen. Natürlich mit einem Schmunzeln, mein Vater ist selbst Schauspieler und auch in der Synchronbranche schon seit gefühlten 150 Jahren tätig. Also es hat sich dann aber wohl durchgesetzt, dass ich das mal probieren durfte, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Ja, so fing das irgendwie an. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Meine erste größere Rolle, ich habe mir das zufällig vor, ich habe die DVD bekommen, vor ungefähr einem halben Jahr angeguckt. Oh Gott, Freunde, es tut mir leid. Also, Paper House. Paper House war für mich so, ich hatte davor auch schon andere Sachen gemacht, aber die erste wichtige Rolle, weil das eine sehr, sehr interessante Rolle gewesen ist. Ein Mädchen, das krank wird, das Albträume bekommt und in diesen Albträumen einen Jungen kennenlernt, den es tatsächlich gibt, wie sich dann rausstellt, und über Zeichnungen ihre Träume verändert und eigentlich versucht, ihm zu helfen. Im Prinzip eigentlich ganz okay, so für die erste größere Rolle. Aber man hört doch da noch ein wenig, dass ich ein Münchner Kindl bin. Wie alt warst du denn? Ich glaube, ich war da so 11, würde ich schätzen. Ja, so in dem Dreh. Gab es ältere Kollegen, von denen du viel gelernt hast? Auf jeden Fall. Letztlich bis heute, auch von gleichaltrigen Kollegen. Man hört nie auf zu lernen, ist so meine Devise. Was für mich sehr, sehr prägend war, war, dass ich arbeiten durfte unter der Regie von Dr. Rabanus, der eine Erscheinung war, der ganz, ganz toll gearbeitet hat, weil er den für mich eigentlich bis heute tatsächlich Grundstein gelegt hat. Und zwar insofern, als dass er gesagt hat, denke, was du sagst. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen recht verkopft, ist es letztlich aber überhaupt nicht. Denn in dem Moment, wo du nicht denkst, was du sagst, meinst du es auch nicht. Und dann sind es leere Worthülsen, die verpuffen. Und das habe ich aufgesogen, habe ich mir zu Herzen genommen und dem bleibe ich bis heute auch treu. Was macht einen guten Synchronregisseur aus? Einfühlungsvermögen. Also nicht nur natürlich gut vorbereitet zu sein, das ist das A und O, sondern eine gehörige Portion Sozialkompetenz auch. Und zwar deshalb, weil man ein in meinen Augen wirklich Feingefühl dafür braucht, wie ist die Situation jetzt, wie erarbeitet sich der Kollege, der jetzt gerade vorne am Mikro steht, vielleicht gerade mal 10 Minuten, denn davor hattest du 3 Stunden in anderen Kollegen. Wie erarbeitet sich der seinen Take? Wann braucht er vielleicht eine Hilfestellung und wann nehme ich mich als Regisseur zurück und lass ihn machen? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das haben nicht alle, diese gewisse Portion Feingefühl. Ja, das ist somit das, was eine gute Regie in meiner Welt jedenfalls auch ausmacht, dabei zu sein und eben auch gut zu beobachten und reinzufühlen und wie ist es. Sind Synchronsprecher oder Synchronsprecherinnen die besseren Regisseure? Ja, gute Frage.
Nicht zwangsläufig, aber es hilft. Es hilft deshalb, wobei natürlich auch nicht jeder Regisseur, der einem begegnet im Laufe des Berufslebens, der auch selbst vor dem Mikro steht, zwangsläufig ein totaler Held vom Mikro ist. Aber es hilft deshalb, weil man, davon bin ich überzeugt, eben leichter erkennt, wie arbeitet der Kollege da vorne, was hilft ihm gerade. Oder aber eben auch, wir sind alle nur Menschen und du kannst diesen Beruf, egal wie lange du ihn machst, es gibt immer wieder Takes, an denen du drohst zu scheitern, die dir schwerfallen, warum auch immer. Und wenn du selbst auch vor dem Mikro stehst, ist es ja leichter, demjenigen vielleicht auch aus deinem Erfahrungsschatz von dieser Warte aus ja einen Strohhalm zu geben und zu sagen, du, ich persönlich mach's so oder weiß ich nicht, so die alten Sachen wie einen Knicks machen bei dem Wort, das einem schwerfällt oder an der Stelle, wo man sonst immer drüber gehaspelt ist oder so. Also ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall sehr hilfreich ist und ich kenne und schätze einige Kollegen, die ich sowohl vor dem Mikro sensationell finde, als auch in der Regie. Wie würdest du die deutsche Stimme von Marion Cotillard? Marion Cotillard, da wurde ich meines Erachtens tatsächlich nicht gecastet, sondern das ist mir einfach so passiert, segensreicherweise. Und glücklicherweise ist man dann, Ausnahmen bestätigen die Regel, auch dabei geblieben. Da wurde nicht gecastet, nein. Marion Cotillard hat viele Filmpreise gewonnen. Was macht ihr Spiel so besonders? Mein Gott, ich liebe sie. Sie ist einzigartig, finde ich. Also als Geschöpf, sowohl als Geschöpf als auch in ihrer Art zu spielen. Sie ist unglaublich pur, so ja, unprätentiös, ohne Schnickschnack, komplett uneitel und ja, toll. Einfach wirklich toll. In Nein spielte Marion Cotillard an der Seite von Daniel Day-Lewis. Wie waren die Aufnahmen? Ich habe zu diesen Aufnahmen, muss ich sagen, konkret keine besonderen Erinnerungen, außer dass ich mich, wie das aber bei jedem Film ist, sehr gefreut habe, sie wieder sprechen zu dürfen. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Selbst wenn man jemanden häufig gesprochen hat, kann es dann eben auch mal zack anders sein. Aus welchen Gründen auch immer. Es waren auf jeden Fall schöne Aufnahmen, ist die Antwort okay? Wie waren die Synchronaufnahmen zu Die Frau im Mond? Die waren für mich was ganz Besonderes, weil sie auch da so nackt spielt, so ganz sich komplett offenbart in ihrem Spiel, wie das auch ihre Art ist. Die Aufnahmen waren wahnsinnig intensiv, weil das Thema Krankheit im Allgemeinen, beziehungsweise diese Verzweiflung, die sie in ihrer Figur hatte und gespürt hat, ganz, ganz wunderbar dargeboten hat und man, glaube ich, als Zuschauer wirklich auch bis zum Schluss nicht wusste, was passiert da jetzt? Also dieser ganze Schriftwechsel, ich will jetzt nicht spoilern für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, und dieser ganze Schriftwechsel, der wahnsinnig intensiv ist und voller Liebe, voller Verzweiflung, voller, ja, so viele Emotionen haben da drin gesteckt. Diese Sachen werden dann eben als sogenanntes Voice-Over aufgenommen. Sprich, das Mikro ist ganz nah, heißt dann natürlich auch, trink mal einen Schluck Wasser, spratzelt gerade. Waren ja auch ein Geschenk in meinem Beruf, weil das einfach schön zu spielen war. War für dich die Synchronrolle Die Frau im Mond das Highlight mit Marion Cotillard? Im Prinzip war das schon ein großes Highlight, ja. Letztlich schon. Also Inception fand ich auch toll. Wobei ich glaube, dass ihre Rolle jetzt da gar nicht, möchte nichts Falsches sagen, aber gar nicht so unglaublich groß war. Ich fand den Film aber sehr interessant. Ich müsste den mal wieder gucken. Da gibt es ja verschiedene Theorien, was das Ende angeht. Das hat auch großen Spaß gemacht, aber ja, ersterer war schon sehr besonders.
Du bist die deutsche Stimme von Kajol, eine der berühmtesten Bollywood-Schauspielerinnen. Wie kam es dazu? Auch da wurde, glaube ich, nicht gecastet. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Das ist dann auch, oder ist dann auch eine dieser Schauspielerinnen, die dann so passieren. Und auch hier ist man dabei geblieben. Ich habe irgendwann mal, habe ich mir sagen lassen, dass sehr großen Wert darauf gelegt wurde, bei diesen ganzen Bollywood-Schauspielern, dass man bei denselben Synchronschauspielern bleibt. Was ich generell erstmal eine gute Sache finde, aber hier wurde eben ein besonderes Augenmerk drauf gelegt. Und so kam das dann. Das war auch so meine erste Bollywood-Erfahrung im Prinzip mit dieser ganzen bunten Welt. Hat die Synchronisation von Bollywood-Filmen bestimmte Eigenheiten? Der Arbeitsablauf als solches für uns jetzt erstmal nicht. Das ist exakt dasselbe. Was allerdings, sage ich mal, die Farben auch im übertragenen Sinne dieser Filme angeht, nachdem die ja nun alles vereinen, Drama, Komik, Liebe, Hass, Wut, große Gefühle und alles immer in einem ziemlichen Extrem und eben auch Tanz und Musik, ist das schon ein relativ gewaltiges Werk dann jedes Mal so. Das macht es für, also auf jeden Fall besonders. Was schätzt du an Kajols Spiel? Sie ist nicht zu Unrecht eine der Schauspielerinnen, weil sie, glaube ich, das, was in diesem Genre verkörpert werden soll, zur Perfektion verkörpern kann. Und das macht sie sehr schön. Schaust du selbst gerne Bollywood-Filme? Durchaus. Ich finde es sehr farbenfroh und sehr abwechslungsreich, eben wegen vorhin genannter und dies und das und alles, boom, bang. Finde ich es eine schöne Art, sich so einen Abend dann eben auch mal zu gestalten, weil es sehr, und farbenfroh finde ich sowieso gut. Wie wurdest du die deutsche Filmstimme von Jennifer Lopez? Da gab es tatsächlich ein Casting und zwar für den Film The Cell. Das war, glaube ich, 2000. Oh Gott, ist das lange her. Ja, da wurde gecastet und dieses Casting habe ich dann für mich entschieden und so habe ich sie das erste Mal gesprochen. Der Film war unfassbar, bis heute sehe ich das so. Unglaubliche Bilder, Wahnsinnskostüme und ja, einfach gewaltig. Also es gab Momente, A-Takes, also sogenannte A-Takes, sprich Takes, in denen nichts aufgenommen werden muss, die wir dann normalerweise während unseres Arbeitens nicht zu sehen bekommen, weil wir da nichts machen müssen. Haben wir uns dann im Studio auch das ein oder andere Mal angeguckt, einfach um sich in diesem Meer von Darstellungen sich da mitreißen zu lassen. Das war echt ein Erlebnis. Ich glaube, den werde ich auch mal wieder gucken, weil der einfach toll war. Auch Vincent D'Onofrio, als er irgendwann oben auf dieser enormen, kein Spoiler-Alarm, auf dieser enormen Treppe steht und losgeht und man plötzlich sieht, wie die Seiten an der Treppe auch sein Umhang waren und alles so mitflattert und also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Wahnsinn. Hast du einen Lieblingsfilm mit Jennifer Lopez? Ja, Das Schwiegermonster. Für mich, nachdem sie sehr, sehr witzig sein kann, wie ich finde, und das, ja, Schwiegermonster ist einfach ein Erlebnis. Jane Fonda ist sowieso grandios und ich finde es bemerkenswert, dass sie trotzdem neben ihr nicht untergeht und die beiden wunderbar harmoniert haben. Das war auch sehr, sehr lustig zu sprechen. Ich bin in der glücklichen Position, sagen zu können, dass ich noch nie eins hatte und auch jetzt kein Schwiegermonster habe, alles andere als das. Aber es sind eben genau so die Sachen aufgegriffen worden, die sich die ein oder andere vielleicht dann auch schon mal gedacht hat. Gefällt dir das Multitalent J.Lo als Musikerin oder als Schauspielerin besser? Ich bewundere sie dafür, dass sie
diesen doch letztlich ja enormen Spagat zwischen Schauspiel und Musik, wie ich persönlich finde, grandios hinbekommen hat und das nach wie vor. Ich würde mich da nicht entscheiden wollen. Also ich denke, das Musikalische ist natürlich auch Geschmackssache. Menschen, die eine komplett andere Musik hören, würden vielleicht sagen, naja, da sehe ich sie lieber im Fernsehen und als die arme Schwiegertochter. Und ja, von daher würde ich mich da gar nicht entscheiden wollen. Sie macht das beides toll. Wenn du sie mal treffen würdest, was würdest du sie fragen? Ich glaube, dass ich ihr einfach nur nett zulächeln würde, was sie selbstverständlich nicht mitbekommen würde. Ich würde sie gar nichts fragen, weil ich glaube, dass ich mich nicht trauen würde. Ich bin eher zurückhaltend. Also auf der einen Seite vielleicht, Gott sei Dank auch berufsbedingt, durchaus extrovertiert, weil ich aus mir rausgehen kann, aber privat bin ich eher zurückhaltend. Und insofern, ich glaube, ich würde sie nichts fragen, aber ich würde mich freuen, sie mal so nah zu sehen. Du hast auch Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal, Jennifer Garner oder Katie Holmes wiederholt synchronisiert. Wie kam es dazu? Also es ist immer ein bisschen schwierig, so ein, ich sag jetzt mal, Erbe anzutreten. Bei Kirsten Dunst war es so, dass ich, und das passiert durchaus häufiger, dass ich ins Atelier kam, nichts wusste, der erste Take läuft und ich sehe sie und denke, hä? Gucke noch mal auf die Dispo? Nee, stimmt schon. Das kann ja nicht sein. Denn auch bei ihr war für mich sofort klar, und ich kannte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich, das ist Marie Bierstedt. So, nun stehst du da und äußerst das auch. Ich habe das auch geäußert. Habe das dann auch mit der Firmenchefin kurz besprochen. Ich glaube, ich habe mich in dem Moment nicht so wahnsinnig beliebt gemacht, weil es unbequem war. Wie dem auch sei, sowas ist mir dann auch egal, habe ich mir die Nummer von Marie besorgt, um sie davon in Kenntnis zu setzen und zu sagen, du sag mal, weißt du eigentlich das? Sie wusste es nicht, hat aber gesagt, ist doch nicht schlimm, also gar kein Problem und mach das ruhig. Also insofern, diese Wechsel, die dann da stattfinden, wenn man, und nun gerade um das als konkretes Beispiel zu nennen für eine Umbesetzung ohne Not, aus meiner Sicht, ist es immer so ein bisschen schwierig. Also man fühlt sich auch nicht zwangsläufig wohl damit. Und gerade da ist es nun auch so, dass Marie sie nun wirklich schon ganz, ganz häufig gesprochen hat und für mich in meinen Augen definitiv eine Feststimme, sofern es das denn überhaupt noch gibt, war und auch immer noch ist, hoffentlich. Gibt es ein bestimmtes Rollenprofil, auf das du oft besetzt wirst? Vielleicht. Vielleicht auf die, oder gern auch auf die Taffen. Nachdem ich durchaus auch meine Tiefen habe, ohne mich in die Tiefe zu drücken, das finde ich ganz furchtbar, egal ob bei Männlein oder Weiblein, werde ich, denke ich, gerne auf taffe Frauen besetzt. Wobei ich auch das Verletzliche sehr schätze im Spiel. Was fasziniert dich am Synchronberuf? Wow, so viel. Dass es so abwechslungsreich ist, dass man mit Sicherheit auch, dass es im Prinzip total egal ist, wie du aussiehst und du kannst mal einen schlechten Tag haben, optisch, und es spielt einfach mal keine Rolle. Man ist im Dunkeln, das war für mich beispielsweise auch eine ganz, ganz tolle Sache, nachdem ich vor allem auch als Kind wahnsinnig schüchtern war und da tatsächlich auch sehr introvertiert, mich da, also durch das Synchronsprechen freiboxen zu können. Also man kann sich da austoben. Als Schauspieler auf der Bühne oder vor der Kamera kann man mit Sicherheit auch lange nicht so viele Rollen spielen, wie das in diesem Bereich, den wir bedienen, möglich ist, weil man die körperlichen, optischen Voraussetzungen nicht mitbringt. Dadurch ist es eben so wahnsinnig abwechslungsreich. Das liebe ich sehr. Seit Beginn der Serie Navy CIS LA sprichst du Daniela Ruhr als Special Agent Kenzie Mary Bly. Was bedeutet dir die Rolle? Ach Gott, das ist so ein bisschen wie eine sehr, sehr gute Freundin. Obwohl, nein, eigentlich ist es fast
so die Schwester, die ich nicht hatte, im übertragenen Sinne. Und zwar deshalb, weil man natürlich, wenn man über so viele Jahre einen Schauspieler in ein und derselben Rolle begleitet, ihn spielen darf, nachspielen darf, was mir da vorne geboten wird, wächst man auch zusammen irgendwie. Also man weiß schon, wenn ich den nächsten Take lese und der O-Ton lief noch nicht, weiß ich schon, wie sie gucken wird oder wie sie das wahrscheinlich spielen wird, wie sie klingen wird. Und das, ja, schweißt einen auch irgendwie zusammen. Und das ist für mich, diese Serie bedeutet mir deshalb tatsächlich auch noch mal ein Quäntchen mehr, weil das die erste durchgehende Serienrolle war, die ich, nachdem mich die Liebe nach Berlin geführt hat, hier in Berlin angefangen hatte. Das Casting war kurz nach meinem Umzug nach Berlin und von daher war das so gleich so. Ja. Jetzt kommt ja bald die 11. Staffel, freust du dich drauf? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, ich sage gar nichts. Ich weiß ja nicht wie. Also die eingefleischten Fans, die werden alles, was es bis dato zu sehen gab, natürlich gesehen haben. Für die, die vielleicht aus irgendeinem Grund hinterherhinken, holt es nach. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Denn vieles, was ich ja lange Zeit angebahnt hatte, auch hier, Achtung Natascha, nicht spoilern, hat sich ja dann doch erfüllt. Aber wie geht es weiter? Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich drauf. Gibt es weitere Schauspielerinnen, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Ich kann sagen, dass ich in der glücklichen Position bin, einfach weil ich meinen Beruf unglaublich liebe und da eine sehr, sehr große Wertschätzung habe, dass ich das auch nach so vielen Jahren, die ich das schon machen darf, immer noch sagen kann, freue ich mich erstmal über jede Schauspielerin. Selbst über die, sagen wir mal, vielleicht nicht so guten, weil das auch eine Herausforderung ist, aber eben auf einer anderen Ebene. Ansonsten ist für mich tatsächlich Marion Cotillard, wie ich ja auch schon erzählt habe, aus welchen Gründen und was ihr Spiel ausmacht und sie als Frau auszeichnet in ihrem Spiel, ganz besonders wichtig. Also die ist mir sehr ans Herz gewachsen, weil sie so toll ist. Und die weint so schön, habe ich das schon gesagt? Sie weint so wunderbar. Das ist Wahnsinn. Ich kenne wirklich niemanden, der so wunderschön weint wie Marion Cotillard. Wie stellt man denn Weinen im Synchron her? Naja, also im Optimalfall stellst du es gar nicht her, sondern du weinst tatsächlich. Das ist natürlich, also letztlich eine der Königsdisziplinen. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass ich, und so jemand wie sie beispielsweise, macht es einem Schauspieler sehr oder Synchronschauspieler sehr einfach, sich da reinzufühlen, eben weil sie so wahnsinnig gut ist. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich tatsächlich weine und ich glaube, sagen zu können, dass das auch wirklich zu 99,9% der Fall ist, dass ich vor dem Mikro in meinem eigenen Rotz stehe, optimalerweise. Wenn du es nur herstellst, hörst du das letzten Endes. Und du kannst auch als Zuschauer dich nicht so sehr mitnehmen lassen auf die Reise, die da gerade passiert, diese emotionale Reise, wenn eben jemand nur so tut, als ob. Und einfach nur so spricht und du denkst, du vielleicht bist du. Aber es ist alles nur technisch, das ergreift dich nicht. Und insofern ist es natürlich dann auch manchmal schwierig, weil wir ja logischerweise gerade in so einer enorm emotionalen Szene sämtliche, also auf die Synchronität ja dennoch nicht weniger achten müssen, die Pausen müssen getroffen werden und so weiter und so fort. Und wenn du tatsächlich weinst, das dann trotzdem noch zu koordinieren und zu dosieren und einzuhaken, eine Pause zu machen, wo du sie eben nun mal optisch machen musst, ist nicht immer ganz einfach, aber ich muss sagen, sowas liebe ich. Also da gehe ich total drin auf, generell in besonders emotionalen Geschichten. Vom leisen, unterdrückten Weinen bis hin zum Heulkrampf oder von kontrollierter Wut über hysterischem Anfall. Das ist was Tolles, finde ich. Gab es Erlebnisse im Synchron, die dich emotional ganz besonders gefordert haben? Zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Zum einen durfte ich einmal Monica Bellucci sprechen in
Irreversible hieß der Film. Und ich wurde schon vorgewarnt. Ich habe in dem Fall den Film, Gott, muss das lange her sein, da durfte man das noch, nach Hause mitgegeben bekommen und habe mir den angesehen und wurde eben schon vorgewarnt, dass es da eine Vergewaltigungsszene gibt. Nun bin ich, was das, also rein beruflich betrachtet, was sowas angeht, nicht aus Zucker und dachte, naja, komm, okay, ist krass und wenn es gut gespielt ist und so. Und dann saß ich da zu Hause auf der Couch und habe mir in Vorbereitung diesen Film angeguckt und dachte, also es würde mich nicht wundern, wenn ich tatsächlich auch immer blasser und blasser geworden wäre. Diese Szene wollte niemals enden. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, das ist viel zu lange her, aber ich will jetzt nicht lügen, schätzungsweise 7 Minuten. Eine Vergewaltigungsszene, die so, also eine Szene, die 7 Minuten lang geht. Bei den Synchronaufnahmen dafür war es besonders fordernd, weil es zum einen, in dem Fall durchaus positiv gemeint, technisch nicht ganz einfach herzustellen war, da sie auf dem Bauch lag. Und glaubhaft so zu klingen, dass dir jemand, der sehr viel größer und schwerer ist, auf dem Rücken liegt, ist wahnsinnig anstrengend. Und die Redaktion war auch dabei, die dann, oder der Supervisor, der dann hier und da auch nochmal reinhören wollte. Und es war viel auch hinter abgedeckter Hand und, ah nee, da ist es aber eigentlich offen. Das hat mich emotional dann, nachdem die Szene ja ohnehin schon so irre lang war und aber im Arbeitsfluss ja noch sehr viel länger, logischerweise sehr herausgefordert. Kürzlich habe ich bei meinem wunderbaren Ex-Mann gearbeitet, Christian Weigand, der Vater meines Sohnes. Und ich weiß allerdings nicht, den Produktionsnamen, glaube ich, darf ich vielleicht unter Umständen gar nicht sagen. Sage ich auch nicht. Auf jeden Fall gab es da eine Szene, in der, besser, dass ich es nicht gesagt habe, sonst würde ich ja doch wieder spoilern, gab es eine Szene, in der sie ihr Kind verliert. Da könnte ich auch jetzt noch weinen. Und nicht nur, weil ich Vollblutmama bin, sondern weil ich, glaube ich, auch generell recht stark ausgeprägtes emotionales Gedächtnis habe, wenn man das so bezeichnen kann. Das war sehr herausfordernd auch, ja. So dieses, ja. Dein Mann Frank Schaff ist ebenfalls Synchronsprecher sowie Synchronregisseur. Sprecht ihr privat viel über die Arbeit? Also wir sprechen schon auch über die Arbeit, klar. Aber ich würde sagen, in meiner fraulichen Wahrnehmung, nein, eigentlich nicht. Also natürlich wird auch, also bei dem Normalen, was glaube ich jedes Paar auch hat, Mensch, Schatz, und wie war dein Tag, spricht man dann eben auch über die Arbeit. Also das Schöne ist, viele Leute sagen ja, oh nein, und lieber nicht und so innerhalb der Branche, warum auch immer. Also ich weiß es nicht. Ich finde es aber ganz praktisch, weil unser Beruf ja doch also recht speziell ist. Und wenn er mir oder ich ihm jetzt schildere, was vielleicht schwierig war an dem Tag oder was wie im Studio passiert ist, kann man das natürlich jemandem mit sehr viel weniger Worten sehr schnell nahe bringen als ja einem Branchenfremden. Was um Gottes Willen, also man muss nicht immer aus derselben Branche sein. Ihr pendelt ja zwischen Berlin und München. Vergleich mal die beiden Städte hinsichtlich der Synchronarbeit. In beiden Städten wird ganz hervorragend gearbeitet. Das haben sie definitiv gemeinsam. Ich weiß gar nicht, ob ich das so ad hoc beantworten kann. Ich bin ja nun geborene Münchnerin, zwar mit Berliner Wurzeln. Von daher ist es mein Zuhause. Ich habe mit, ich glaube, 8 Jahren angefangen mit dem Synchron und ja, kenne die Studios und komme quasi von einem Zuhause ins andere. In München ist es aber alles in allem etwas überschaubarer, immer alles im positivsten Sinne, weil etwas kleiner, etwas familiärer. Ich habe den Eindruck, dass in Berlin geht es hier und da, das hat aber auch manchmal sein Positives, ein bisschen, oh, ist das schlecht mit dem Mikro, ich schnipp's mal lieber nicht, ein bisschen zackiger, so,
Was nicht heißt, dass Münchner Schnarchnasen sind, gar nicht. Aber es ist eben so ein bisschen mehr so ein Nest und Nest im Sinne von Wohlfühlnest. Auch komm, lass dich mal drücken. Die Zeit nehmen wir uns und in Berlin ist es so ein bisschen fluffiger irgendwie. Beides mag ich. Dein Sohn Benjamin synchronisiert auch schon. Zeichnet sich ab, dass er in eure Fußstapfen tritt? Ja, sehr gewaltig und sehr erfolgreich zeichnet sich das sogar ab, was mich unfassbar freut. Also ich platze vor Freude und Stolz. Und ja, das wird wohl alles so, so sein, ja. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Also nachdem ja schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr zusammen aufgenommen wird und alles nur noch geixt wird mit eigentlich nicht mehr existenten Ausnahmen, würde ich jedem Nachwuchssprecher empfehlen, macht was aus, geht ins Studio und guckt zu. Am besten nicht nur 20 Minuten, sondern man sollte sich da ein bisschen länger Zeit nehmen und möglichst vielen meiner Kollegen bei der Arbeit zusehen, weil das große Manko eben im Gegensatz zu denen, die schon früh angefangen haben, eben ja die Ermangelung eines Anspielpartners im Synchronstudio ist und man sich da leider dadurch eben nichts mehr abgucken kann. Man hier und da natürlich auch umso mehr darauf angewiesen ist, dass einem die Regie noch mal ein bisschen hilft, wenn so das Grundgerüst, sage ich jetzt mal, das technische Grundgerüst noch nicht ganz steht. Das wäre auf jeden Fall mein Tipp und nicht abschrecken lassen von dem, sobald es dann ein bisschen mehr wird, von dem Pensum, das wir heutzutage haben, das doch recht gewaltig geworden ist, im Gegensatz zu früher. Ja, zugucken und zuhören, das ist ganz, ganz wichtig. Zuhören, sowohl dem O-Ton zuhören, als auch der Regie sehr genau zuhören. Keine Scheu zu haben, nochmal nachzufragen oder auch zu sagen, oh, ich würde gerne den O-Ton nochmal hören, denn der O-Ton ist das unsere Aufgabe. Was wünschst du dir für deine berufliche Zukunft? Ich wünsche mir für meine berufliche Zukunft, das noch ganz, ganz lange machen zu dürfen, weil ich so glücklich bin über meinen Beruf und dass ich das machen darf und dass ich das schon so lange machen darf. Und ich hoffe, dass ich einfach auch im Alter noch so fit bin, sowohl im Kopf als auch stimmlich. Wir alle wissen, gerade bei Frauen werden die Rollen ja eher weniger mit Voranschreiten des Alters. Und insofern, ja, wünsche ich mir, dass ich das noch lange machen darf und viele schöne Rollen haben werde. Was machst du gerne, wenn du nicht im Synchronatelier am Mikro stehst? Mich des Tages, der Freizeit freuen. Ich nähe wahnsinnig gern. Damit habe ich vor ein paar Jahren angefangen. Ich glaube so vor, ja, inzwischen 3-4 Jahren. Das mache ich sehr, sehr gern. Wobei jetzt beispielsweise diesen Sommer, abgesehen von keiner Zeit, war es in meinem Nähzimmer oben im Dachboden, habe ich mir das so eingerichtet mit den Stöffchen streicheln. Ganz toll. Habe ich sehr, sehr wenig genäht. Aber das mache ich zum Beispiel gern. Und ja, Zeit mit meinem Leben verbringen. Mit meinem Mann, mit meinem Tollen, mit meinem Sohn und ja. Eine witzige Anekdote zum Schluss. Oh, da habe ich was Schönes. Da kann ich allerdings, ich weiß nicht, ob es dem Kollegen recht wäre. Muss auch gar nicht sein. Also ich werde weder Produktionsnamen nennen, noch den Namen des Kollegen. Ich habe eine Serie aufgenommen, eine sehr, sehr schöne, in der die absolute Hauptrolle eine Eigenheit hatte, die ich zu Anfang gar nicht so mitgekriegt habe, weil ich natürlich auch in der Regie sitzend auf den Bildschirm gucke, um zu gucken, funktioniert unser Schummel, verschmilzt die Kollegin, der Kollege mit dem O-Ton und mit dem Bild. Und habe dann irgendwann durch Zufall festgestellt, dass wenn er einen besonders schweren Take hatte, also wir machen ja wahrscheinlich alle die irrwitzigsten, also der eine mehr, der andere weniger, aber die irrwitzigsten Dinge vor dem Mikro, weil wir ja nur mit unserer Stimme auch Bewegung herstellen dürfen und nicht darum hampeln.
Und so gibt es Kollegen, die, weiß ich nicht, so Joe Cocker-mäßig vielleicht vom Mikro stehen oder andere, die groß mit den Armen fuchteln. Und bei ihm gingen die Arme hoch, ja, also mal einer, mal auch nur zwei. Und ich dachte, oh, da kommt der Oberlehrer-Zeigefinger. Und gucke genauer hin und denke mir, nee. Guck mein Tonmeister an, sag, was macht denn der? Und so war es dann, bei einem schwierigen Take ging der Mittelfinger raus. Und bei einem besonders schwierigen Take waren es sogar beide. Und ich so, was ist das denn Geiles? Das habe ich ja noch nie erlebt. Also wie gesagt, vom Knicks über Augen zu oder keine Ahnung, kennt man ja alles. Aber den hier kannte ich noch nicht. Und ich habe ihn dann auch darauf angesprochen. Also schallendes Gelächter, mein Tonmeister natürlich auch. Und so, nein, das gibt's ja nicht. Und er so, was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und dann habe ich es erstmal auf sich beruhen lassen. Und irgendwie am nächsten Tag, wir hatten glücklicherweise sehr, sehr viel Arbeit miteinander, die ich sehr genossen habe. Ein ganz, ganz toller Kollege, sehr, sehr schöne Arbeit. Habe ich also das so im Sande verlaufen lassen, damit er sich nicht beobachtet fühlt und sich auch um Gottes Willen wieder freispielt. Und habe das dann aber irgendwann, Gott sei Dank, fotografieren können. So habe ich dann über den Tag verteilt. Und er hat es echt nicht einfach, er hatte wirklich auch schwere Takes, über den Tag verteilt mal das ein oder andere Foto gemacht, eben durch die Scheibe, ohne Blitz, damit es nicht spiegelt. Und auch, es war großartig, also hat sehr großen Spaß gemacht. Das wäre jetzt so spontan meine Anekdote zu Dingen, die passieren können.